Es ist Donnerstag, der 24. Juli. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Tag. Heute lesen wir im Psalm 142, der 6. Vers. Herr, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Schon zum dritten Mal filmen wir jetzt hier vor dem Kornfeld bei Längenbühl. Das erste Mal war es, wo die frischen, runden Pflanzen aus dem Boden geläuselt, 10 cm hoch. Das zweite Mal war es, wo das Feld reif war, kurz vor der Ernte. Und jetzt ist nichts mehr rum von der ganzen Helligkeit. Es ist abgemäht worden. Es ist nur noch ein kleines einödes Stoppelfeld. Was noch vor 2-3 Wochen wie ein Land der Lebenden hat ausgesehen hier, wo sich Zehntausende von Kornähren haben im Wind gewiegt und sie reif parat gestanden für eine gute Ernte. Das sieht jetzt eher aus wie abgemäht und tot. Aber wir sind alle nicht so viel blöd und dumm, dass wir meinen, das Korn sei jetzt verloren, das Land habe jetzt seinen Wert verloren. Wir wissen alle zusammen, dass es irgendwo gespeichert ist, in einem grossen Silo vielleicht, oder vielleicht schon in den Säcken, oder vielleicht schon in der Mülle. Vielleicht ist es schon gegessen zum Teil, wer weiss. Das Korn lebt weiter, es wirkt weiter, es hat seine eigene Geschichte. Hier bleibt einfach nur das Stoppelfeld, das bereit ist für eine neue Aussaat. Er, der den Psalm 142 geschrieben hat, der Dichter, hat sicher in irgendeiner Form der Sensemann vor Augen gehabt, der mähen kommt. Heute ist es mehr der Mähdrescher, der einfach breit nimmt und einmal der Tür geht. Früher war es noch fast ein bisschen humaner, könnte man sagen. Also der Dichter hat sicher mit dem Tod irgendwie einen Berührungspunkt gehabt. Darum hat er sich an das Land der Lebenden geklammert. Er hat gewusst, es gibt irgendwo das Leben, das nicht mehr vergeht. So hat es Gott versprochen, so hat er selber auch geglaubt. Das leere Stoppelfeld zeigt uns, irgendwann, früher oder später, kommt immer wieder der Test in unserem Leben. Wenn es dann wirklich so weit ist, wenn Krankheiten kommen, wenn der Tod rechts oder links meint, sagen wir dann, zuletzt stirbt die Hoffnung und haben das Gefühl, das ist auch doch jetzt eben das Land der Lebenden gewesen, das wir hier hatten. Wir klammern uns noch dran, so gut wie es geht, und haben höchste Mühe und grösste Nöte, das alles loszulassen, inklusive unseres eigenen Leben. Oder wissen wir denn, es ist nicht das Land der Lebenden und Hoffnung stirbt nie. Die Hoffnung, wenn sie eine biblische Hoffnung ist, stirbt eben nicht und auch nicht zuletzt, sondern sie bleibt erhalten und das Land der Lebenden ist irgendwo, nicht immer dort, wo man denkt, vielleicht ein bisschen im Niemandsland, vielleicht neben uns auf unseren grossen Pisten, und nicht an den Orten, die wir geplant haben. So bin ich auf Frankreich gefahren mit meinem Velo, um mich zu treffen am Atlantik bei einem bestimmten Leuchtturm in Cap Ferré, in der Nähe von Bordeaux. Die Leute waren aber nicht der, die drei Freunde, die sie hätten dort ankommen sollen. Und so musste ich übernachten. Ich habe dort in der Hölle übernachtet und dann am anderen Morgen, normal nach etwa 4 Stunden Wartezeit, habe ich mich auf den Weg gemacht, um wieder heimzufahren. Und da dachte ich, ja, vielleicht, werde ich sie gleich noch sehen. Dann fahre ich ins Gebirge rauf, in eine Nebenstrasse. Und wer kommt mir unmittelbar vor einem Pass von oben her in sausender Fahrt entgegen? Es waren die drei Studenten. Der eine hatte noch einen Geigenhänger auf dem Velo. Und dann sind wir abgestiegen, haben ihn herzlich begrüßt, haben ein kurzes Begrüßungsfest gefeiert. Und dann ist jeder seinen eigenen Weg weitergegangen. Und wir haben gesehen, das Land der Lebenden ist manchmal ganz an einem anderen Ort, als dort, wo wir es ursprünglich geplant haben. Der Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, da kommt das Lebendige wieder, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In jedem Stoppelfeld findet man, wenn man ein bisschen suchen geht, noch ein Ähre, mindestens eins. In jedem Ähre hat es noch ein paar Körner. Und ich kann euch sagen, ein Korn ist ja mehr wert als ein ganzes Stoppelfeld. Weil mit einem Korn kann man die ganze Menschheit ernähren. Es hat ein Potenzial, es kann sich 100-fach und wieder 100-fach und so weiter multiplizieren. Das ist das, was auf unseren Stoppelfeldern in dieser Welt innen von dieser lebendigen Hoffnung
vorhanden ist. Das Land der Lebenden ist eben auch hier. Der Petrus sagt, jeder Mensch, der wiedergeboren ist, lebt schon bereits hier und jetzt, mitten im Stoppelfeld dieser Welt, die lebendige Hoffnung mit dem ganzen Potenzial. Den Rest findet man nachher in einem noch anderen, noch grösseren kommenden Land. Ich wünsche euch allen zusammen einen gesegneten Tag.